Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, eine neue Runde LS17 auf der nordfriesischen Marsch 27 beginnt und zwar direkt mit Weizen bestellen. Wir wollen das Feld heute fertig kriegen, ich glaube das sollte machbar sein. Wir heizen jetzt einmal hier selber rüber, dann müssen wir auf der anderen Seite noch zwei Vorgewände machen. Okay, jetzt ist da gerade voll Action mit unseren Kursplay-Helfern. Die sortieren wir dann gleich erstmal neu. Ja, wir kommen relativ weit mit der Einfüllung einer Saatmaschine hier. Dann nach dem Feld, da vorne soll noch Weizen werden und daneben dachte ich ja eigentlich auch noch Weizen. Und dann da hinten vielleicht noch zwei Raps. Und gut ist. Ja, dann sparen wir erstmal wieder, ne? Auf neue, größere, mehr, größere als Feld 4 gibt es ja nur noch zwei Felder, aber für mehr Felder. Wir wollen auch irgendwann die BGA Süd hier unten mal mit ordentlich Silage beliefern. Gibt ja auch genug, also hier genug Häckselmöglichkeiten hier. Mal schauen. Ja, gleich wird es wieder hell, ne? Ist aber natürlich im Dunkeln nicht ganz so schön. Nützt aber nichts. Deswegen, ich breche den Tag nicht komplett ab. Ich habe es ja schon mal 15. Also im Laufe der heutigen Folge gibt es wieder Licht. So, wo der andere so schön mit irgendwie 25 km/h rumeiert, fährt der hier immerhin nur 14. Können wir mal gucken. Feld Nummer 19. Ja, schon ein bisschen was geschafft. Das denke ich in der heutigen Aufnahmesession ist eigentlich mein Ziel, alle Felder wieder neu angesehen zu haben. Das Thema Strom müsste dann durch sein. Hopfen anpflanzen, das geht nur mit diesen Sämaschinen. Ne? Da müssen wir vielleicht tatsächlich noch eine Amazone mehr kaufen, eine große. Und die auf Feld 4 schicken. Oder eben gucken, dass wenn der hier fertig ist, dass er dann rübersetzt zu Feld 4. Und dann würde ich sagen, schaffe ich das doch nicht in der heutigen Aufnahmesession. Weil Feld 4 wird ein bisschen dauern. Man muss ein bisschen vorarbeiten. Weil auch da will ich nicht mit Kursplay arbeiten, weil Kursplay, glaube ich, zu viel Lücken lässt. So, was ich hier riskiere, wird nur ein Vorgewende. Hier vorne haben wir nämlich auch die Brücke, an der man selber vorbeifahren muss. Ansonsten schnallt der Cosplay-Helfer die Kollision von der Brücke und meint, er muss umdrehen. Also nicht der Cosplay, sondern der Standardhelfer. Wir machen das jetzt doch zweifach. Macht sowieso Sinn. Dann fangen wir von der anderen Seite an mit dem Helfer. Arbeitet er sich hier hin und das ist auch nicht schlimm. Denn er soll ja danach eh zum Hopfenfeld weiterfahren. So, dann haben wir die beiden großen Sämaschinen schon mal wieder am Laufen. ...133 Lohnzahlungen. Ja, noch ein bisschen weiter zurück. So ungefähr. Hier lassen wir jetzt einen Helfer los. Der macht das schon für uns. So, gehen wir mal durch. Der Fast-Track. Abfahren entlassen. Der will hier irgendwo ganz wirr hinfahren. Schmeiß mal die Kurse raus. Und mach mal hier den Ablader nach hinten. Fahren wieder raus aus dem Trigger. Und laden hier schön auf der Fläche ab. Und kriegen wieder ein bisschen Geld. Pappe und Karton. Papier und Karton. Ich habe natürlich jetzt nicht darauf geachtet, haben wir die richtige Stelle verkauft oder nicht. Aber
passt schon. Zur Not müssen wir 5.000 abschreiben oder 10.000 abschreiben. Ja, wie sah es denn hier aus? Müssten wir nicht Kompost mal wieder zum Dings bringen und Wasser? Und sind die Spawner nicht sogar zum großen Teil full? Also Gemüse kann man mal gut verkaufen. Holz haben wir nämlich nicht mehr. Wir müssen auch Holz sammeln. Komisch genug, dass die eben nicht runterfallen. Ja, jetzt dauert ein bisschen. Wie lange das dauert, bis es abgeglichen wird. So, alles weg. Und dann wollte ich für den einen neuen Kursplay laden. Und zwar müsste er doch eigentlich haben. Hier, der Leerpalettenverteiler. Leerpaletten zur Molkerei. Nächster Wegpunkt. Was sagen wir hier? Abfahrer einstellen. So, gucken wir mal. Ja, die haben sich tatsächlich einmal persönlich getroffen hier. Der hat auch schon wieder seine letzte Bahn. So wie es aussieht. Also fahren wir mit dem jetzt auch schon zurück. Wir machen den jetzt noch einmal selber voll. Und die anderen hier, 1, 2, 3, 4 Bahnen, das macht der andere Helfer denn für uns. Können wir natürlich überlegen, ob wir mit dem noch ein bisschen was für die Pellets tun, ob wir da doch noch ein bisschen mehr Stroh von dem einen Feld runterholen. Oder ob wir den auch schon nutzen zum Aussehen. Ich glaube, wir nutzen den zum Aussehen. Was kriegen wir eigentlich so für Pellets? Wo sind aktuell gute Pellets-Preise? Heizkraftwerk ist am besten nur 1710 pro 1000. Also mit knapp 8000 pro Palette. Da sammeln wir ja sowieso gerade wieder ein bisschen Geld. Guck, 6000 Einnahmen Stroh. Den kann den Kurs schon mal rausschmeißen. Müssen wir gucken, wo wir die beiden Ladewagen hinpacken. Da wollen wir ein bisschen Ordnung halten. Ladewagen bei Ladewagen. Und wir sehen, es wird langsam hell. Gehe ich mal gleich runter auf eine Geschwindigkeit. Kriegen wir noch Geld. 585.000 haben wir gleich schon wieder. Ja, wenn wir jetzt noch die ganzen Pellets verkaufen, dann haben wir ja schon wieder fast 1 Million. Also Reststroh haben wir gleich gesammelt. Der Fasttrack hat seinen Wartepunkt erreicht. Okay, es ging auch wieder flott. Schon. Wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wie viel ist denn noch in der Mischfutterfabrik. Hätten die vielleicht auch noch ein bisschen Stroh gebraucht. Ja, da müsste man eigentlich mal hier den EC anschalten, damit wir das Lenkrad dran ziehen.
So, wieder 4000 Einnahmen Ernte. Ja, hat guten Dienst erfüllt. Könnten jetzt überlegen, was tatsächlich nochmal machen. Ein bisschen was für die Pellets. Feld 15 war das, ne? Feld 15 mache ich, lag noch Stroh. F15 dreschen. Und dann die ganzen Felder 1, 14, 15 zu Pellets. Aber mal quer hier über die das Klärwerk. Auch mal ein Klärwerk, wie gesagt, nach wie vor leider nicht so leicht möglich und ändern den Trigger so, dass er ein Wassertrigger ist. Ich kriege schon immer eine Fehlermeldung, deswegen ich lasse erstmal. Das bleibt erstmal so, wie es ist. So, nächster Wegpunkt macht gleich Sinn. Dann setzen wir nämlich direkt schon über eine Strohbahn. So, hier sehen wir irgendwo die Seemaschine, die hier arbeitet. Auch schon ganz gut eigentlich. Schon ein paar Bahnen geschafft. Und auch auf Feld Nummer 19 ist bald die Hälfte von dem großen Abschnitt geschafft. So, fangen wir dann an. Machen wir hier. So, Abfahrer einstellen. Also, Strohsammler sammelt Stroh. Sehr schön. Gibt uns Zeit, hier mal zu gucken. Abfahrer entlassen. Ein Stück zurück. Geht der Kurs eigentlich noch wieder zurück? Wirkt schon so ein bisschen so, als würde er auch wieder zurückgehen. So. Ach, er hat noch eine Palette zu wenig, deswegen ist er noch im Auflademodus. Ich wundere mich nur, warum. Achso, voll. Fahr einstellen, weiterfahren. Weiterfahren. Müsste eigentlich wieder zurückfahren, das wäre toll. So, das ist. Das wird bestellt. Das ist jetzt immer so blöd, dass man es da nicht sieht. Feld 20. Dann suchen wir uns eigentlich mal wieder einen weiteren Traktore. Mit einer weiteren Seemaschine. Auch Feld 4 ist natürlich jetzt so weit, dass wir sagen können, da muss eigentlich bald mal was hin. Feld 1 und Feld 14 sollte Raps werden. So, gucken wir mal wieder unsere Fahrzeuge durch. Ja, nicht die kleinen, nicht den. Darf ich nochmal kurz gucken, wie viel Kompost ist hier drin? 145.000 immerhin, das ist auch schon mal schön. Das reicht fast fürs Obst und fürs Gemüse. Nicht ganz, wahrscheinlich. Und der kann auch noch ein bisschen weiterladen. Die Pelletsfabrik arbeitet aber aktuell nicht, weil keine Leerpaletten mehr am Start sind. Und das ist aktuell ein generelles Grundproblem bei uns. Wir haben kein Holz. Also. Hier vorne, der Abraum ist auch voll. Also wir müssen mal dringend zum Sägewerk und uns hier mal bald zu schaffen machen. Ne? Wir brauchen Holz. Also wir müssen den ganzen Teil Wald umschubsen. Das werden wir jetzt im Laufe der Woche dann noch machen. Erstmal, naja, ich gehe mal wieder weiter so. Dann können wir noch den hier noch nutzen. Mit einer kleinen Seemaschine hier vorne für Feld 20 am Hof. Oder wir fangen mit dem schon mal an, Raps anzupflanzen. Auch eine Möglichkeit. So, die ist auch noch recht voll. Da brauche ich jetzt nichts machen. Die ist auf Roggen eingestellt. Dann stellen wir das mal um auf Weizen. Vorgewende reicht eigentlich. Eigentlich braucht man hier meistens eh keins, aber kann nicht schaden, eins zu haben.
Fahrzeug hat durch den Reifen, dann müsste er ja schon meist beim Shop wieder angekommen sein. Da hinten sehen wir die große Sämaschine, die arbeitet. In dem Feld da hinten müssen wir auch eine Sämaschine sehen, die arbeitet. Das läuft schon mal ganz gut. Eine kleine hätten wir dann noch, die könnte zum Beispiel mit dem Raps anfangen. Ich weiß noch nicht, wo dein Traktor ist. Haben wir irgendwie einen Traktor verloren? Ist ein Traktor verloren gegangen? Steht er noch irgendwo rum? Wo sind die LKW für Hackschnitzel? So, funktioniert. Wir wechseln mal. Abfall entlassen. Ja, er kann eigentlich mal hier Gemüse holen, ne? Achso, deswegen steckt der andere auch im Verkehr fest. Hatten wir denn schon einen Kurs gemacht letztens vom Palettenlager, hier vom Obst, nein, Obst-Gemüsefarm zum Palettenlager? Wir sehen nämlich hier, wir müssen das Gemüse echt mal wegbringen. Ist doch ziemlich voll das Ganze. Schon Blumenkohl. Und ich weiß es nicht genau, ob wir das schon hatten oder nicht. Der Palettenverteiler ist natürlich schon Paletten zu Lager. Obstfarm zu Lager, Molkerei zu Lager, Lager zu Obstfarm, Kartoffeln zu Lager. Also müssen wir jetzt eigentlich nochmal Gemüse zum Lager. Das wird ein weiter Weg, den wir jetzt aufnehmen müssen. Machen wir morgen, ne? Bis dahin, danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ein kleines Like, unterstütze mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Bis morgen und tschüss.